Servus, ihr Schlawiner, Knochen wieder hier. Knochen? Habe ich Knochen gesagt? Ich meine Knochen. Heute fliege ich die LA-5F, Battle Rating 3.3, russischer Jäger. 20mm, zwei Stück haben wir an Bord. Und ich fliege maximal 621 km/h. Ich habe sehr viel R und mein Name falsch ausgesprochen. Ist egal. Ich habe mal mitbekommen, dass ich extrem eingerostet bin. Was das Fliegen angeht, bin jetzt ein paar Runden unterwegs gewesen, ich weiß nicht wie viel, 10, 12, irgendwas in dieser Richtung. Und wirklich eingerostet bis ins Mark, also Wahnsinn. Denn ich habe jetzt irgendwie 2-3 Wochen eigentlich nur, oder fast nur, World of Warships gespielt. Und das kann man natürlich nicht vergleichen. Ich habe vorhin einen Turnfight mit einer P400 gemacht, eigentlich schon ziemlich lächerlich. Letzten Endes hat er mich eingeholt dann. Und kaputt gemacht. War nicht anders zu erwarten. Ob ich die PBJ kriege, aber da unten wird ziemlich voll. Ich will eigentlich nur sichere Ziele haben. Ah ja, und fällt mit der PF, weil ich gerade sehe, PF 109 hatte ich auch noch, auch nicht funktioniert. So, hier. Ne, doch nicht. Wird mir ein bisschen zu voll da unten. Scheiße, warum soll ich hier hinfliegen, vor allem Ernst. Wenn so einfach. Wenn so einfach, wenn man auch noch. Ich gebe auch zu, ich bin gerade unsicher. Ich will auch nicht so schnell mein Flugzeug hier abwracken. P400. Den Typen! Gegen den habe ich gekämpft! Mr. Luke Sonnenberg. Also ich brauche hier irgendwas anderes. Aber langsam muss ich auch mal in Fight gehen, sonst wird es langweilig. Ich fliege erstmal darüber und dann gucke ich, ob sich hier einer zu mir auf den Weg macht. Guck mal, da sind zwei an dem Typen dran, das ist doch scheiße. Und natürlich ist er weg. Muss man also ein bisschen aufpassen. Gut, in letzter Zeit ist mir aufgefallen, also was mir aufgefallen ist, keiner macht hier mehr Kills irgendwie, also so 10 irgendwie und keinen Verlust, habe ich bisher gar nicht gesehen. Ja, ich habe zwar 10 Kills gesehen, aber der Typ hat auch 4 bis 6 Flugzeuge verloren oder irgendwie so, ne? Sowas in der Art. Also, oder auch generell haben die Leute unheimlich viele Flugzeuge verloren. Das scheint wohl im Arcade jetzt nicht mehr so gang und gäbe zu sein, dass man hier ungeschoren davon kommt. So, jetzt aber. Jetzt kann ich auch mal drauf kloppen hier. Oder ich sag mir, hey, mach doch die B25. Dazu muss man natürlich das Flugzeug kennen und ich kenne es eigentlich nicht so gut, ehrlich gesagt. Ich weiß, dass die Steigrate sich jetzt ein bisschen erhöht hat durch meine Modifikationen, aber... Ich versuche mal die SBM. Dazu dürfte ich aber nicht noch mehr an Geschwindigkeit verlieren, sonst funktioniert es nicht. So, das hat sich schon erledigt, denn ich komme nicht hinterher. Aber hinter mir ist einer. Hinter oder unter mir? Ja, haben wir Glück gehabt, so. Da ist die P25. Sollte ich immer treffen den Quatscher! Okay. Okay, okay. Das war nicht gut, das war überhaupt nicht gut. Und ich bin weg. Irgendeine XP50 hat mich weggeballert, die ich gar nicht gesehen habe, aber so kommt's. 22 Punkte. Ich habe echt 22 Punkte für die ganze Scheiße bekommen hier. Das ist gar nichts. Oh heck, man kann nur besser werden, weil das Blöde war, ich habe das jetzt erst angewechselt, dieses Fahrzeug hier, Flugzeug. Flugfahrzeug, wie auch immer. Und der Fucker jetzt. Deprimiert, das deprimiert mich echt. So eine Scheiße deprimiert mich. Let's Soviet Fighter! Schreibt ja gleich noch, Stalin ist super und scheiße, ein paar Millionen, die er hat ins Leben kommen lassen oder die er hat hinrichten lassen. Der ist einfach ein cooler Typ. Weil dann kann man nämlich auch mit einem anderen Diktator anfangen hier, der auch echt cool war. Ein paar Millionen hingerichtet hat.
Und da hat man schon wieder gesehen, Abschusshilfe, wie auch immer das war. Mal zusehen, dass ich erstmal wegkomme hier. Aber okay. Nee, nee, er ist noch hinter mir. Oder sieht so aus. Nee, jetzt ist er wieder im Fall mit jemand anderem. Da kann ich auch wieder rauf. Jetzt traue ich mich. DJ. Abgestürzt, nee, echt jetzt. Da war es noch einer. Dark Custom. Fuck man! Da ist noch eine Jack. Da war eine Jack. What the fuck? Nur nicht verrecken. Auch nur eine Abschusshilfe. Wo sind wir denn hier eigentlich? Ich meine, was ist das? Oh, 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 ich hab's gesehen. Also hinter mir so los, nicht viel. Dreht sich ja echt in den Arsch. Und mir geht die Munition aus. Jetzt muss ich eigentlich weg für die nächsten 100 Sekunden. Naja, zu sagen. Also gut, sieht anders aus. Aber okay, ich habe mich entschuldigt vorher. Ich habe gesagt, ich bin scheiße. Ich weiß das selber. Jetzt kloppen sie sich da wieder rum. Meine Güte. Irgendwo war hier einer. Ich meine, gut, die sind überall welche, aber. Aber wir haben den Flugplatz. Wir könnten gewinnen. Schwierig. Weg 25. Ich glaube, das sind die, und das kann ich irgendwie nachvollziehen, die Schiss haben, irgendwie erstmal mit Jägern reinzugehen. Die sich denken, okay, das Ding schießt von selbst. Die meiste Zeit. Und die brauche ich nicht viel machen. Aber ich kriege auch kaum Punkte für. Habe ich mir selber auch so gemacht. Bringt ja nix. Jetzt muss ich mir echt mal eingreifen hier. Irgendeinen muss ich mir mal greifen. Ja, echt jetzt? Also, das kann doch nicht sein. Die schrotten sich hier selber und was ist denn das? Ja! Also Turnfighter ist das nicht, aber das wissen wir alle. Mein Gott, ist die Kacke. Ist die Kacke, Kacke. Pumming? Wo pumpt ihr denn? Wir schießen hier eins nach dem anderen ab. Ich bin einfach zu langsam, offensichtlich. Vielleicht soll ich auch nicht um 4 Uhr morgens spielen. Das macht sich natürlich. Was klappt einfach, Mann? Was macht man? Totale Scheiße, hier ist lang zu fliegen und auch noch hinten zu sein. Sind ja alle weg hier. Was willst du denn, Mann? Also, puh. Ist ja nicht so, als würde ich nichts treffen, aber eigentlich schieße ich auch nichts ab. Ich glaube, das ist dasselbe. Der fucking Jack hier. Ey, funktioniert meine Maus nicht mehr? Ich bin dreimal aufgedrückt auf den Shit. Ne, also so wird das jetzt hier. Alter, was ist mit meinem Aiming los? Ich hab gar kein Aiming. Ich bin so ein Aim-Shitter. Und gib mir die Munition aus. Ich werd bekloppt, echt. Ich werd bekloppt, das ist ja armselig. Flank mich, echt. Ich bin hinter mir einer. Aber niemand da, der mir helfen kann.
Oh Gott, wie ich das hasse. Wenn sie an dir kleben, so richtig dir schon die Pupe schmatzen, so richtig wirklich lecken, was du, also rausschmecken, was du gegessen hast. Ja, dann wird's blöd. Dann wird's richtig blöd. Okay, hat abgelassen. Oh, ich hab einen Kill. Wow! Und noch einen. Ja, das Warten hat sich gelohnt, aber eventuell brenne ich ab. Wer weiß. Ja, ich brenne ab, denn ich fall schon ziemlich auseinander hier. Oh, fuck. Schade, schade, schade. Ich hab noch einen Kill. Ich glaube, ich hab noch einen Kill bekommen. Sicher bin ich mir nicht. Komm, ich gehe einfach mit der Peschka rein hier. Mir Latte. Echt, waren es 3 Kills? Jetzt kommt. Zeig mal. Alter Schwede, was ist das denn? Ja, komm ich nochmal rein hier. Tatsächlich 3 Kills. Und schon verloren. Okay, sehen wir uns gleich bei der nächsten Runde. Bis gleich. So, mal schauen, ob ich jetzt was auf die Ketten kriege hier. Ich denke, wir wegfliegen. Sicher, sicher. Ja, Frontline sind wir hier. Vorgebirge. Borg. Und jetzt hat ja leider keiner gesehen, aber im Kampf war es auch so, der einzige mit über 10 Kills oder überhaupt so um die 10 Kills war auch derjenige, also beim Gegner, der trotzdem 7 Flugzeuge verloren hat, das meine ich ja. Ich kann auch nicht lange leben, weil das Problem ist ja auch, die Leute wissen ja, und das ist ja nichts Neues, die wissen ja, okay, wenn ich verrecke, kann ich ja noch 15 Mal rein, ist ja gar kein Problem, wenn ich so viele Flugzeuge habe. Und ich glaube, das ist eigentlich, naja, es ist halt Arcade, ne? Wenn man was anderes sehen will, dann muss man halt in andere Modi fliegen. Aber manchmal schon irgendwie erschreckend. Also meine älteren Videos, da habe ich es ja auch gehabt, da 3-4 Kills irgendwie ohne Verlust oder 5 Kills von mir aus auch. Und jetzt läuft das einfach nicht mehr so. Jetzt läuft das nicht mehr so schnuckelig, nicht mehr so smooth. Verrecke einfach mal, verrecke doch. Das gibt's doch nicht! Und wie geht denn sowas? Das verstehe ich nicht. Habe ich nicht voll raufgezimmert auf den? Habe ich nicht voll raufgezimmert? Also das ist für mich irgendwie nicht nachvollziehbar. Fuck, Alter, was ist denn los? Ich hab doch volle Granate raufgezimmert auf den Jungen. Bin so eingesmoked, echt. So eingerustet. Das an. Ich fliege ja direkt an seinem Arsch rein. Und ich bin weg. Was ist das denn? Also 20 mm, der hält echt eine Panzerung von über 20. Also seine Panzerung hält ein Kaliber von 20 mm aus. Das meine ich damit. Ey, ist mir echt schleierhaft. Was ist denn das? Ich bin fertig, echt. Kann ja nicht sein. Gut, könnte eine Munition liegen. Aber was habe ich denn da? Leuchtspur als weg. Außerdem, er ist ja gepanzert. Also irgendwas läuft hier schief, oder? Ich habe irgendwas nicht begriffen. Das kann natürlich gut möglich sein. Vielleicht bin ich auch mittlerweile verblödet, so viele Schiffe gefahren hier oder so. Aber das ist ja albtraumhaft, echt. So, was nehmen wir als nächstes? Was kill ich nicht weg als nächstes? So, jetzt mal die A20. Und die SU. Und ja, die SU. Scheißegal, wie viel wir jetzt hier.
Das ist mein erster Kill, echt jetzt. So eine verranzte A20. SU. Ich hab jetzt A20, achso, weil ich die A20 gerade gesehen habe. Guck mal, die A20 hat mich auch gekillt. Das bin ich ja persönlich jetzt, also. Ne? Mit dem Flugzeug davor. Ja, Kinders. Schaut euch das an. Aber ist ja echt schräg. Also, irgendwas. Okay, ich weiß, dass ich ein bisschen weiter höher zielen muss, weil meine Waffen ja weiter unten sind, aber. Shit, das ist hier gut. Na echt jetzt? Die verkackte Munition aus! Boah, hat mich fast weggerammt da. Huhuhu! Das schaffe ich doch eh wieder nicht hier. Also... Ja, die Russen sind sehr, sehr klobig. Sehr, sehr klobige Flugzeuge. Jetzt habe ich 300 Backe hier. Und das ist das Einzige, was ich hier machen kann. Dumm rumkurbeln, bis alle kotzen. In der Hoffnung, dass dieser Pulk hinter mir wieder auflöst. Mal in die andere Richtung drehen hier. Scheiße, löst doch diesen Pulk auf, sonst kann ich nichts machen. Ich kann so nicht arbeiten, echt. Wie lange die auch hinter mir her sind, ne? Das ist schon bekloppt eigentlich. Oh Gott, ist das bekloppt. So, die neue Peschka rein. Mein, was für ein Scheiß, ey. Also ich verfolge niemanden so lange, das wäre mir echt zu blöd, weil in der Zeit ja irgendwie schon 15 Kollegen von mir abgeschossen werden könnten. So. Eigentlich auch dumm, dass ich mit der Peschka reingehe, aber ich will die Dinger eh noch modifizieren, von daher ist mir jetzt auch groß. Wie sieht's denn aus? 2 Punkte? Naja, 695. 2-2. Was für ein scheiß Count, echt. Wahrscheinlich werde ich hier noch ein paar mehr Flugzeuge verlieren. Ich könnte natürlich runter. Das Blöde ist, die Schützen sind hier auch nicht so gut. Das hat nichts mit dem Skill zu tun, sondern... Also ja, der Skill ist ja hoch. Ja, ich bin komplett fertig, ne? Aber irgendwie tut mir gut. Oder nicht richtig. Ich fliege jetzt einfach da rein, da ist mir scheißegal. Bans the Commie. Okay, einer, ach der Kollege, der hat 12, aha. Das war der mich verfolgt hat die ganze Zeit. Wieder hoch hier, Jesus. Vance ist auch tot. Die anderen Bodeneinheiten habe ich offensichtlich nicht bekommen. Aber auch er mit seinen 12 Kills hat auch 3 Verluste. Ich meine, klar, ist nicht viel. 13 Kills mittlerweile. Und gerade um diese Uhrzeit ist es echt schwierig. Also wenn man, ich sag mal, eher ein durchschnittlicher Spieler ist, ne? Zähle ich mich einfach mal dazu. Dann sollte man um diese Uhrzeiten eigentlich nicht spielen hier. Und auch noch Videos aufnehmen, das ist schon ziemlich dusselig. Also ich gehe jetzt einfach auf Bodeneinheiten hier, bis mich mal einer angreift. Oh, da haben wir schon den ersten. Wuhu!
mal rein in den Pulk da, hoffen, dass meine Gunner ein bisschen was wegfetzen. Vielleicht sieht man dann. Okay, jetzt wird's voll hier, die Firefly wird hier vielleicht noch. Was da verrecken da? Abschusshilfe! Boah! Okay, fliegt ein bisschen weiter, meine Gunner treffen wir vielleicht noch was. Nee, tun sie nicht. Wo sind halt, ne? Sie sind für Spiritus reingeballert. Ist natürlich auch scheiße, wenn du sowas als Gegner hast und Team mit solchen Flugzeugen ran kannst. Sollte ja aber eigentlich gucken, ne? Puh! Oh, hier die MiG. Oh, das gibt man. Mal Spiritus. Knappe Sache gerade mit dem hier Kollegen, ran, ne? Nichts mehr Deutsch, aber ich so viel Russe, schon spielt der hier. Ja. Mob ab. Kurwa! Das sind natürlich so eine Rumpaddler wie ich dann, ne? Die ganze Zeit nichts anderes machen, als andere auf den Sack zu gehen. Irgendwie paddeln können, dann sie einfach mal abschießen lassen hier. Jetzt habe ich alles schon, alles was gut war, habe ich verballert. Kann ich die Reste aber auch noch leeren hier. Und aus irgendeinem Grund habe ich ihn trotzdem noch kaputt gemacht. Okay. Gut, das irritiert mich gerade selber etwas. Gut, ich habe nachgeladen. Endlich wird ja auch Tiet. Oh. Was war das für eine Aktion? Oh, keine Spitfire. Nein, scheiß Sigmar dann. Und wieder muss ich dieselbe Scheiße machen wie sonst auch. Jetzt sind die ganzen Cracks unterwegs, also die ganzen Arbeitslosen, die ja sonst nichts weiter zu tun haben um solche Uhrzeiten. So, mein Motor fällt aus. Aber ich will eigentlich nicht, dass der Typ den Kill kriegt. Das ist dieser Typ, was macht der? Ich habe schon mal mit jemandem mich darüber unterhalten und der meinte, es ist manchmal wirklich erschreckend, wie viele Kills einige Leute haben und das ist so unwirklich. So unwirklich, ja genau, das ist das richtige Wort. So in der Art, weiß ich nicht, als würden die irgendwas benutzen, kommt man, wir wissen, man kann in jedem Spiel kann man bescheißen. Ich kann das natürlich nicht nachweisen. Ich weiß auch nicht, wie das aussehen würde, weil ich selber eben nicht bescheiße. Aber der Typ hat 15 Kills und erst 5 Verluste. Das ist nicht viel. Und 7 Abschusshilfen. Weiß ich nicht. Schwierig, sag ich mal. Ich kann das nicht beurteilen. Ich weiß nicht. Ich will ihm jetzt auch nicht unterstellen, dass er hier cheatet. Aber normalerweise funktionieren so eine Manöver. Ohne dass ich gleich sofort weggefetzt werde. Aber er hat es ganz gut im Griff gehabt, sagen wir mal so. Kämpft doch auf so eine Jack 1 ist eigentlich kein Gegner, aber. Guck dir das an, diese Wichser. Wie sie einem hier schon wegschießen, wie sie einen wegficken. Vom Allerfeinsten. Und jetzt habe ich keine Flugzeuge mehr. Ich habe keine Flugzeuge mehr. Ich weiß nicht, also Arcade ist irgendwie schwieriger geworden, aber guck dir den an. Siehst du, schießt mich ab und sofort ist er weg. Wir können mal in die Stats gucken. Ups. So, er hat 16 Kills mittlerweile, 5 Flugzeuge verloren. Hat man früher eigentlich auch nicht so gesehen. Das waren so die Typen, die haben irgendwie die 2 Flugzeuge verloren, haben dann irgendwie 20 Leute weggeschossen. Auch hier 5 weg. Ich habe auch 5 weg. 5 weg, 3 weg, 5, 6. Wie sieht's denn hier aus? 5, 3, 4, 5. Ich meine, das sieht ja alles überall gleich aus. Also man verliert, die Leute verlieren einfach unheimlich viele Flugzeuge. Und das habe ich früher so nicht gesehen, meiner Meinung nach. Und ich kenne ja, also ein bisschen habe ich meine alten Videos noch im Kopf. Da waren die ganzen Cracks und so, die haben nicht so viele Flugzeuge verloren.
Aber auch sonst hat man nicht so viele Flugzeuge verloren. Es sei denn, man war richtig blöd drauf. Fly Weekly. Okay, Fly Weekly. Na, wer kennt ihn ja? Wir wissen Bescheid, ne? So. Und das ist ja noch nicht mal sicher, ob wir hier gewinnen. Also ich könnte das noch ewig laufen lassen hier, ne? Aber. Ich meine, ich bin jetzt auf dem 5. Platz. Da werde ich wohl erstmal noch bleiben. Aber. Oh Gott, den hat es auch schon dahingehauen hier. Der hat ihn geschafft. Er war doch nicht etwa der letzte. Oh, der war echt der letzte Spieler. Ernsthaft jetzt. Ja, er war der letzte. Wir haben verloren. Wie auch immer. Danke fürs Zuschauen. Hinterlasst ein Abo. Dann könnt ihr euch mehr von dem Scheiß reinziehen hier. Tut euch nicht weh. Mir würde es helfen. Wäre echt super. Und ja, viel Spaß beim Zocken. Und bis zum nächsten Mal. Ich raste jetzt erstmal aus. So, tschüss.